Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum letzten Teil der Interviewreihe, wo es ums Thema Tanzen und meine Vergangenheit geht. Vom Marc habe ich schon erzählt, ihr kennt ihn auch schon aus dem Video Teil Nummer 1, da war der Marc aber noch ein bisschen jünger als jetzt. Bisschen. Ja, und jetzt machen wir das gleiche wie mit Emin und Steve. Marc kriegt jetzt ein paar Fragen von mir und wird sie beantworten. Wenn du magst, stell dich kurz vor, damit jeder weiß, wer du bist. Hi, Marc Mehnrad. Erster Teil der externen Crew, erste Generation. Mit Daniel zusammen die Crew gegründet. Wir haben zusammen angefangen zu tanzen. Hab dann vor ein paar Jahren, ist schon jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aufgehört zu tanzen, studiere jetzt Medizin und bin schon am Ende meines Studiums. Also bin da auch schon ein paar Jahre dabei und wir sind immer noch gut im Kontakt. Ja, wir haben uns mega selten gesehen während dem Studium. Ja. Zeit war ja auch im Ausland und so, aber man hat sich trotzdem nicht verloren. Und ja, wir starten doch schon direkt mit der ersten Frage. Erzähl einfach mal, wie bist du überhaupt ans Tanzen geraten? Oh, wie ich ans Tanzen geraten bin. Also erstmal, ich war immer schon sportbegeistert und so und wollte immer gucken, was man so Neues machen kann und überhaupt. Und auch wie man sich so ein bisschen kreativ damit irgendwie auseinandersetzen kann mit der sportlichen Seite. Und ich glaube erstmal, wo eigentlich der erste Kontakt war, war tatsächlich in der Filmbranche. Das war der erste Film Street Style. Ah, ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen was länger her. Also den haben wir zusammen gesehen damals. Und dann dachte man sich schon so, boah, Tanzen ist ganz geil. Und dann kam das gleichzeitig mit dazu, dass in der Schule, bei Karneval, meine ich, war es noch damals, irgendwie eine kleine Tanzgruppe irgendwie gesucht wurde. Und dann wurde ich damals angesprochen, und ob ich irgendwie Breakdance machen möchte. Und ich hatte selbst noch gar keine Erfahrung. Und so kam das dann eigentlich eins zum anderen. Und dann habe ich dich gefragt, wir sind in den Kurs gegangen und so war es dann. Ja, mein Hintergrund mit der Tanzgruppe und so habt ihr ja im ersten Video gesehen. Ja, Frage Nummer zwei. Du bist ja ziemlich lange beim Tanzen geblieben dann auch, wie wir alle. Aber woher wusstest du denn, dass das Tanzen so das Richtige für dich ist? Wieso bist du dabei geblieben? Ja, also hatte sogar tatsächlich während des Tanzen auch noch mehrere Probleme, mehrere Verletzungen, aber es hat mich trotzdem nicht davon abgebracht, weiter zu tanzen. Also trotzdem wusste ich immer noch, dass es das Richtige war. Es war einfach so ein, also das Gefühl, das ich selber beim Tanzen hatte. Es war super schön, selber zu tanzen, es hat mir Freude gemacht. Einerseits hatte man natürlich die ganze Zeit das Sportliche, man war ausgelastet, man konnte sich viel bewegen und alles, und ansonsten war halt einfach dieses Bühnenfeeling. Also, dass man auf der Bühne steht, den Leuten gefällt das, was man macht, die klatschen, die finden es toll und man selbst kann sich auch so ein bisschen so zeigen, was man eigentlich sagen will mit dem ganzen Sport, mit dem Tanz. Und das war ein super geiles Gefühl und das würde ich jedem wünschen, dass er das mal irgendwie erlebt. Und dieses Gefühl hat mich eigentlich dabei gelassen, dass ich einfach weiter Breakdance mache sozusagen, trotz der Verletzungen, trotz der vielen Mühen und alles. Und ja. Ja, krass. Gut, es geht da ratzfatz hier. Du hast ja erzählt, wir beide haben zusammen angefangen zu tanzen und so, aber da hat sich ja irgendwann dann auch so eine ganze Crew entwickelt. Ne? Ja. Wie war das aus deiner Perspektive? Wie hat sich das Leben für dich in der Crew angefühlt und wie war das Ganze? Ja, also Crew war das Größte. Also wirklich, das Crew war irgendwie wie eine zweite Familie. Crew habe ich wirklich geliebt, immer. Wir haben jetzt heute, haben wir noch alle noch Kontakt, die ganze Crew. Und am Anfang ist das immer so, natürlich man fremd, man geht aber auch schnell aufeinander zu. Und das ist eine ganz andere Beziehung wie mit anderen Freunden. Die Crew, das ist wirklich was ganz Besonderes und das war super schön. Also wir haben zusammen Ausflüge gemacht, wir haben uns wochenlang für Auftritte haben wir uns vorbereitet, wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen geplant und alles. Und die Crew ist eigentlich so das Geilste, was man sich vorstellen kann, so was man als Gruppe hat irgendwie. Ich sag jetzt mal, also ich kenne es ja von Freunden, viele haben immer Fußball gespielt und so und dann irgendwie von der Fußballmannschaft erzählt, aber das konnte man nicht vergleichen. Also die Crew ist nochmal was ganz Besonderes. Das war, auch wenn ich heute noch die Jungs sehe, das ist eine ganz besondere Verbindung irgendwie, die wir haben, und das war immer was Tolles. Würdest du sagen, das hat dich anders geprägt, als andere Jugendliche geprägt worden sind in anderen Freundeskreisen? Oder würdest du sagen, du hast dich gleich entwickelt? Ich würde sagen, definitiv ist was anderes. Also eine Crew ist nochmal eine ganz andere Bindung, die man zu den Leuten hat. Das ist wirklich so, als würde man eine Familie zusammenschweißen. Also egal, was da für verschiedene Typen sind oder so, man trifft aufeinander und man lernt irgendwie miteinander klarzukommen, miteinander irgendwie zu arbeiten. Und
wir siehst ja an uns beiden, ja, wir verstehen uns heute noch. Also egal welche Wege wir gehen und egal wie viele Tage oder Wochen oder Monate wir uns mal nicht sehen, wir sind trotzdem noch die gleichen, die wir damals kennengelernt haben und wie wir auch zusammengeschmiedet wurden damals. Und das verliert man nicht. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz anderes, was andere Gruppen irgendwie, andere Fußballspieler, sage ich jetzt mal, das ist immer so das typische Bild, weil so viele Leute auf Fußball spielen. Ich sage jetzt auch Handballgruppen kann es ja auch sein oder ein Hockeyteam. Das ist, glaube ich, nur was Unterschiedliches. Also da habe ich eine gute Erfahrung. Weil man noch nicht den ganzen, nicht die ganze Freizeit verbringt, sondern halt nur das Training. Genau. Ne? Ja, sehr, sehr schön gesagt, Marquis. Gut, nächste Frage. Mhm. Du hast ja eben schon am Anfang erwähnt, du hast vor ein paar Jahren schon aufgehört zu tanzen. Richtig. Dennoch, was hat das Tanzen denn jetzt aktuell im Hier und Jetzt noch für einen Stellenwert bei dir im Leben? Also total gerne tanze ich immer noch. Also ich tanze auch jetzt leider nicht mehr so viel Breakdance, weil das verlernt man dann doch schon sehr, sehr schnell, wenn man es nicht aktiv macht. Aber ich tanze super gerne in der Freizeit. Was für mich immer noch geblieben ist vom Breakdance, ist dieses Musikfeeling. Mhm. Also ich bin noch immer total an die Musik gebunden. Egal was ich mache am Tag, wenn ich irgendwie rausgehe, ich tue mir direkt die Kopfhörer rein, höre Musik und ich spüre auch die Musik ganz, ganz anders. Ich glaube auch, das ist so auch ganz anders als andere Leute irgendwie Musik hören, habe ich irgendwie jetzt ganz anderes Gefühl für Musik. Und ich muss Musik beim Training haben, ich muss Musik haben, wenn ich lerne. Das ist ja im Medizinstudium. Nur lernen. Ich bin nur am Lernen, nur Musik am Hören. Und das hat mir unglaublich oft geholfen. Also ich habe ein ganz anderes Gefühl zur Musik. Wenn die Musik nicht da ist, kann ich mich nicht konzentrieren. Ich habe einfach nicht diesen Drang, irgendwie was zu machen. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt, für immer. Ja. Crazy. Ja, vielleicht auch, weil wir damals immer auf Musik alles, wir mussten uns ja auch konzentrieren beim Training. Ne? Ja. Also kannst du halt eben nicht eben einmal so einen Move machen. Und der klappt beim ersten Mal, sondern du musst dich hinsetzen, konzentrieren, dann nochmal und nochmal machen und dann nach dem tausendsten Mal kannst du es irgendwann. Genau, wir haben ja auch vor allen Dingen, wir haben ja auch Brainstorming, haben wir auch während gemacht, während die Musik lief. Ja, ja, klar. Wir haben uns auch manchmal einfach nur 3-4 Mal dasselbe Stück angehört, damit ihnen die Ideen kommen. Also ich denke, wir haben da auch selbst in unserem Kopf einfach die Musik mit anderen Sachen vernetzt. Wir haben uns da total drauf getrimmt, dass wir da mit der Musik arbeiten können und dass wir, wenn die Musik da ist, dann auch wirklich dann Power geben. Und das habe ich heute noch. Also wenn ich irgendwie einen guten Song höre... So ein Motivator. Genau, ist wirklich ein absoluter Motivator. Wenn ich einen guten Song höre, dann merke ich, mein Herz, der schlägt viel, viel schneller und ich bin konzentrierter und da habe ich auch die Energie. Und das gibt mir heute noch Kraft und das werde ich nicht verlieren. Mega. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Mhm. Ja, die letzte Frage ist, wie schaust du heute auf die Vergangenheit zurück? Das heißt, würdest du vielleicht deine Jugend anders verbringen, weil du vielleicht das ein oder andere verpasst haben könntest? Weil wir haben ja eigentlich schon Montag bis Freitag oder dann sogar am Wochenende trainiert oder Shows gehabt. Wir hatten wenig Zeit für anderes. Ja, wir haben keinen riesen Freundeskreis gehabt, sondern wir hatten eigentlich ja nur uns paar Personen. So. Ja. Würdest du was anders machen? Wie blickst du darauf zurück? Also wenn man es jetzt von außen betrachtet, wie du gesagt hast, wir haben wirklich fast die ganze Woche lang trainiert. Wir hatten wenig Zeit für die Schule, haben es dann trotzdem irgendwie noch hingekriegt nebenbei, haben, keine Ahnung, wenig Zeit, um richtig was zu essen, wenig Zeit, um irgendwie andere Freizeitaktivitäten zu machen. Ist ja alles negativ, aber ich würde nichts anderes machen. Das ist wirklich, also wenn ich dann alles zusammen betrachte, ich würde trotzdem nichts anderes machen. Weil es war wirklich eine super geile Zeit, die will ich nicht missen. Und ich würde es jedem empfehlen, das auch so zu machen. Also natürlich ist man nachhinein ist man immer schlauer, aber es war einfach eine geile Zeit. Und auch wenn man so viel zu tun hatte, man hat es gerne gemacht. Also ich wurde dazu nichts gezwungen oder so. Klar. Und wenn man so die Zeit verbringt, also du bist heute noch dabei. Also es gibt ungefähr nichts Geileres, oder? Also zu tanzen. Ja, auf jeden Fall. Also klar, das Tanzen hat jetzt einen anderen Stellenwert mittlerweile, weil es auch Job geworden ist. Ne? Und irgendwann verschwimmt das so ein bisschen Hobby zum Beruf machen, ist zwar eine schöne Sache, aber dennoch ist irgendwann, ist es dann doch mehr Beruf als Hobby. Ja, ne? Das heißt, der Hobby-Part fällt weg. Trotzdem konnte man mit seiner Leidenschaft halt Geld verdienen. Ne? Ja, und das ist auf jeden Fall ein mega geiles Gefühl. Das kann nicht jeder machen. Genau. Viele sind in so einem 9-to-5-Job, was auch Vorteile hat. Ne? Alles hat sein Für und Wider. Immer alles, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Ich würde auch nichts anders machen. Mhm. Also ich vermisse das auch nicht, dass ich lieber 3-4 richtig gute Freunde habe, so, die eigentlich mehr zur Familie gehören. Das ist dann nicht nur Freundschaft, sondern das ist einfach Familie. Mhm. Und einfach, ich würde auch nichts anders machen. Ja. Auf keinen Fall.
Also natürlich kann man immer da sagen, so an ein, zwei Stellen hätte man immer noch feilchen können und da irgendwie was ändern können und hätte man vielleicht dann doch lieber nur 5 Tage die Woche trainiert oder so, aber das ist ja... Wenn man jetzt so darauf zurückblickt, ob das trainingswissenschaftlich okay war, was wir gemacht haben, dann war das wahrscheinlich nicht ganz so super, aber so ein junger Körper steckt das halt auch anders weg. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich merke das jetzt, wenn ich mal breake, irgendwie mal alle paar Monate, schaffe ich es mal an einem Freitag noch in die Crea selber zum Training zu gehen. Und wenn ich dann breake, dann tut mir auch 2 Tage alles weh. Ja. So, das ist einfach nicht mehr so leicht wie früher. Aber auch wieder dann, um auf dieses Familienkonzept in der Crew zurückzugreifen. Also wir waren ja wirklich manchmal 5, 6 Tage die Woche waren wir trainieren. Aber dann abends sind wir dann alle zu jemandem nach Hause gegangen. Ja, es war nicht vorbei. Genau, es war nicht vorbei. Die Familie war dann trotzdem noch zusammen. Wir sind als Familie haben wir trainiert, als Familie sind wir zu Hause gegangen, haben dann weitergemacht, haben zusammen abgehangen. Und also trotzdem hatten wir unsere Freizeit. Und die hatten wir dann auch zusammen. Und das war... Ja, es hat sich, der Kreis hat sich halt dann so geschlossen. Ne? Es gab nicht nur Hobby und dann gab es Freizeit, sondern das Ganze hat sich durch die Menschen verbunden und ist dann irgendwann zum gesamten Leben geworden. Genau, Leben, genau. Es war wirklich ein Lebenszyklus sozusagen. Ja. Training, Schule und dann kennt man die Leute und wir waren ja auch nicht auf gleichen Schulen. Trotzdem hatten wir diesen super Kontakt und das war wirklich nur durch diese Crew, dass wir diese Bindung hatten. Und Die Bindung ist auf jeden Fall krass fest, ne? Wenn man jetzt so überlegt, wie das alles so war. Wir haben zwar alle auf der gleichen Schule angefangen, außer Ender und Mustafa. Ja, stimmt. Aber dann sind wir auf verschiedene Schulen gegangen. Ja. Danach bist du studieren gegangen. Ja. Warst dann, noch mal weiter weg. Und ja, auf jeden Fall so Freundschaften fürs Leben geschlossen. Ja. Und das war's auch schon. Wenn du noch abschließend was sagen möchtest. Also erstmal vielen lieben Dank für diese Einladung, für das Gespräch. Aber das Tanzen, das ist etwas, das kann einem keiner mehr nehmen. Also das ist einfach ein Lebensgefühl, das ist ein Lebensmotto, das man auch nimmt. Und man beginnt das erstmal, man sagt erstmal so vorsichtig, mal gucken, ob mir das gefällt oder so. Aber wenn es jemandem gefällt und der mag der Zeit und Energie reinstecken, würde ich es jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Also man verliert das nicht und es verändert einen auf jeden Fall positiv. Das ist auch ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen und soll ich deinen Instagram-Account verlinken? Okay. Marc hat Instagram, viel Spaß beim Suchen. Er ist aber schon vergeben, tut mir leid. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, Marc. Danke dir. Macht's gut.